Barbara, du hast heute den Erzählerwettbewerb gewonnen. Wie fühlt sich das an? Ja, ich weiß gar noch nicht, wie mir geschehen ist. Das ist ja wirklich nur eine klassische Frage. Sagst du für unsere Goldmünder ganz kurz, welche Geschichte es war? Es war die Geschichte vom Silberlöff, eine Geschichte über meine Großmutter von Hirten. Und auf welche gute Nachtgeschichte können wir uns noch freuen? Es ist die Geschichte von den Kuscheln. Ah, von den Kuscheln. Wunderbar. Gibt es irgendeine Erzählveranstaltung, die du unseren Goldmündern vielleicht mitteilen möchtest? Jetzt? Ja, wir haben im Januar, treten Christina, Heidi und ich in der Schweiz auf, Ende Januar, in Madiswil und dann später noch einmal im März. Ja. Und ganz bestimmt bald auch wieder in München auf Einladung von Goldmund hin. Große Gratulation. Danke.